Teile des Marinearsenals in Rostock-Warnemünde sollen für die Windkraftenergie freigegeben werden. Und das heißt, da bekommen wir wahrscheinlich Zuwachs von unterschiedlichen Firmen, vielleicht auch Smulders. Das ist die News des Tages und wir haben jetzt in diesem Video die ersten Informationen dazu. NDR MV live. Moin zu NDR MV Live. Es ist jetzt 11.16 Uhr und in diesen Sekunden fliegt der hohe Besuch, der soeben noch in Warnemünde war, wieder davon. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war im Marinearsenal gerade zu Gast und hat dort unter anderem angekündigt, dass ein Teil des Marinearsenals freigegeben wird für die zivile Nutzung. Dort sollen Firmen die Möglichkeit bekommen, Konverterplattformen zu bauen. Konverter was? Konverterplattform oder besser Netzanbindungssystem genannt. Sie ist Bestandteil von Windparks auf See. Sie bündelt den dort produzierten Strom und von dort wird er per Kabel an Land geschickt. Bei großen Entfernungen zur Küste wird der Windstrom meistens von Wechsel in Gleichstrom gewandelt. Das macht ein Konverter. Davon werden in Europa laut Stiftung Offshore Windenergie etwa 140 Stück gebraucht, die in den kommenden Jahren gebaut werden müssen. Und eben jetzt auch in Warnemünde. Erfahrungen hat man hier bereits. Bis 2017 wurden in Rostock unter dem damaligen russischen Werftbesitzer 3 Plattformen gefertigt, kosten jeweils etwa 2,5 Milliarden Euro. Entwicklungs- und Bauzeit etwa 4 Jahre pro Stück. Die 4 großen Netzbetreiber in Deutschland könnten jetzt die Auftraggeber werden. Amprion, 50 Hertz, Tennet und Transnet BW. Und um dieses Gebiet auf dem Marinearsenal Warnow-Werft geht es, der südliche Teil. Allerdings ist die gesamte Fläche nicht schwerlasttauglich und auch die Kaikante muss komplett erneuert werden. Kurz gesagt, das wird Jahre dauern. Das sagt David Pilgrim in diesem Erklärstück. Und der Kollege war auch oder beziehungsweise ist auch für uns vor Ort auf dem Marinearsenal. Dort hat David, der Verteidigungsminister Boris Pistorius, ja gerade auch eine Pressekonferenz gegeben. Und wenn man so will, dann ist er ja der Hausherr dort und hat jetzt also einen Teil für die zivile Nutzung freigegeben. Da gab es viel hin und her im Vorfeld. Warum ist das überhaupt so kompliziert gewesen? Kannst du das einschätzen? Naja, nur das, was man sozusagen als interessierter Journalist mitbekommt, das ist natürlich bei weitem nicht alles, was hinter den Kulissen läuft, aber Fakt ist natürlich, es gibt da durchaus widerstreitende Interessen. So hat die Bundeswehr mit dem Erwerb dieser Liegenschaft vor einem Jahr bereits Interesse an der gesamten Fläche bekundet. Gleichzeitig ist aber auch ziemlich schnell klar geworden, dass das gar nicht in einem absehbaren Zeitraum innerhalb weniger Jahre komplett nutzbar ist. Insofern machte man sofort das Fass auf, man könne diese Fläche ja auch weiter nutzen. Klar, Industriearbeitsplätze sind rar und Smulders, die immer wieder im Gespräch waren, hatten Interesse angemeldet. Insofern ist aus meiner Sicht so ein bisschen hinter den Kulissen eine heftige Debatte geführt worden zwischen Bundeswirtschaftsministerium, Bundesverteidigungsministerium und natürlich der Landesregierung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt also grünes Licht und wir haben in diesem MV Live ja auch gefragt oder würden gerne herausfinden, kommt denn die von dir auch schon erwähnte Firma Smulders, eine belgische Firma, die diese Konverterplattform baut, oder kommen andere Firmen? Was hast du dazu herausgefunden? Ja, also unterschrieben ist noch nicht, so viel ist klar. Man hört, die Detailfragen sind noch zu klären. Bis Ende Oktober soll das erfolgt sein. Fakt ist aber, dass die Meyer-Werft, die ja für den Bau von Kreuzfahrtschiffen bekannt ist und inzwischen ja auch Eigentümerin der hiesigen Neptun-Werft ist, die wird auf jeden Fall die Federführung übernehmen. Gerüchte sagen, dass die Neptun-Werft sich nach Norden weiter erweitern möchte. Da hat sich ja kürzlich der Dieselmotorenhersteller Caterpillar zurückgezogen. Da wäre also eine Industriefläche da. Und direkt im Anschluss würde das berühmte südliche Gelände des Marinearsenals folgen. Und auf jeden Fall ist auch heute der Name Smulders häufiger gefallen. Dann aber als Juniorpartner, also die Regie, wird wohl die Neptun-Werft führen. Und Smulders wird der Partner, möglicherweise der mit dem Geld sein. Und wer auch immer da Regie führt, das bedeutet aber für Rostock und für Warnemünde doch wahrscheinlich auch, und das ist die gute Nachricht für unser Land, Arbeitsplätze, oder? Genau, die viel zitierten, gut bezahlten Industriearbeitsplätze, von denen es ja auch immer weniger Leute gibt, die überhaupt ausfüllen können. Ich habe in verschiedenen
Informationsquellen versucht nachzuforschen, von was für einer Summe von Arbeitsplätzen wir hier sprechen. Es geistert ja immer die Zahl von 1000 herum, aber 300 ungefähr sind wohl sehr viel realistischer. Okay, und jetzt hast du ja eben auch schon gesagt, es ist noch nichts unterschrieben, die Tinte, also nicht mal nass, sie ist nicht auf dem Papier. Und im Beitrag eben haben wir gelernt, dass das Ganze ja sowieso noch lange dauern wird, weil das Gelände ja auch erstmal dafür vorbereitet werden muss. Gibt es einen Zeitstrahl, irgendeine Idee, von welchem Zeitraum reden wir hier? Ja, was heute eben auch klar geworden ist, wir reden über die Verpachtung des Südgeländes. Also die Bundeswehr wird es nicht abgeben, also sondern eben nur für einen klar definierten Zeitraum. Das ist von 15 Jahren die Rede. Und insofern ist natürlich bei einem so kurzen Zeitraum, wenn man ahnt, dass es Millioneninvestitionen bedarf, um allein die Fläche vorzubereiten, auch klar, das wird ohne Fördermittel, ohne Bürgschaften und Ähnliches nicht geben. Dazu habe ich den Wirtschaftsminister Meyer von Mecklenburg-Vorpommern vorhin schon mal fragen können. Auch da heißt es, Detailfragen werden geklärt. Man rede möglicherweise über Fördermittel, möglicherweise über Bürgschaft, möglicherweise über alles zusammen. Aber insofern scheint es auf einem guten Weg zu sein, dass eben bis Ende Oktober alles klar ist. Eben war aber auch ganz spannend, der Bundesverteidigungsminister war eben zum ersten Mal im Marinearsenal nach einem Dreivierteljahr. Im Januar ist es ja offiziell eingeweiht worden. Und ich habe mit mehreren Werftarbeitern reden können. Die waren alle ganz begeistert von der Bodenständigkeit des Ministers und zum Thema Tempo, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, der Bundesverteidigungsminister hat gesagt, halten Sie um Gottes Willen keine Dienstwege ein, schicken Sie mir direkt eine Mail mit Verbesserungsvorschlägen, damit Prozesse beschleunigt werden können. Und das ist vielleicht ein Indiz dafür, für die viel zitierte Zeitenwende. Interessant. Die Tür des Verteidigungsministers steht also offen. Schicken wir ihm also E-Mails. Vielen Dank, David Pilgrim, für diese Beobachtung und Einschätzungen ans Marinearsenal in Warnemünde. Danke dir. Und während der Verteidigungsminister also wieder auf dem Weg im Helikopter mutmaßlich zurück nach Berlin ist, versuchen wir mal ganz kurz zusammenzufassen, was wir rausgefunden haben. Also, die zivile Nutzung von Teilen des Arsenals ist ab Ende Oktober möglich, allerdings auch erstmal nur für 15 Jahre als Verpachtung. Das heißt, das Gebiet wird weiterhin der Marine bzw. dem Verteidigungsministerium gehören. Und Pistorius hat gesagt, Smulders wird kommen, zumindest ist das der Name, der häufiger gefallen ist, aber eben auch andere Player, und in welchen Relationen, das steht noch nicht ganz klar. Auch die Meyer-Werft spielt hier eine große Rolle und wird vielleicht die Regie übernehmen. Und von den versprochenen 1000 Arbeitsplätzen, so sagte David Pilgrim, unser Reporter eben, ist es wahrscheinlich realistisch, dass man von ungefähr 300 neuen Arbeitsplätzen spricht. Soweit von uns. Wir bleiben bei dem Thema natürlich am Ball, und alle weiteren Informationen wie immer auf ndr.de/mv oder in der kostenlosen ndr-mv-App und definitiv auch heute den ganzen Tag auf ndr1 Radio MV und heute Abend bei den Kollegen im Nordmagazin. Bis dahin, tschüss.